Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. Frisch gemachte Pasta mit frischen Steinpilzen. Natürlich kann man die Nudeln kaufen oder was anderes machen. Das ist jedem selbst überlassen. Ich liebe es aber in der Regel, meine Pasta selber zu machen. Der Star sind natürlich die frischen Steinpilze. Ich habe einen Teil davon klein gehackt und in eine Soße verarbeitet und püriert. Und die Hauptteil der Steinpilze schön in Scheiben geschnitten und angeröstet. Guckt euch das an, es ist ein Traum geworden. Wer Steinpilze mag, der wird dieses Gericht lieben. Viel Spaß beim Zuschauen und vor allem dann beim Nachmachen, Nachkochen. Guten Appetit. So, wir beginnen mit den Nudeln. Wie die gehen, wie ich das mit dem Teig mache, das verlinke ich bzw. könnt ihr mehrfach in meinem Channel finden. Ich habe dieses Mal so halblange Pappardelle gemacht, also breite, etwas längere Bandnudeln. Das fand ich da passend. Ich koche für zwei Personen, also da ein bisschen an den Mengen orientieren. Das ist Pancetta. Die habe ich in Streifen geschnitten. Dann habe ich hier zwei Päckchen Zwiebeln und Knoblauch gemacht, weil das eine kommt in den Topf, wo ich die Soße mitmachen werde, und das andere kommt in die eigentliche Pfanne dazu. Dann habe ich einiges an Thymian zusammengebunden. Das kommt nachher in einem wieder raus. Das ist also Thymian. Das lege ich so nachher in die Soße rein, dass der ganze Geschmack da übergeht. So, das Kleingeschnittene, die frischen Steinpilze, das kommt in die Soße, die ich nachher püriere. Und die großen Stücke kommen in die Pfanne und werden ganz normal angeröstet. Ja? So, die Soße, die nachher püriert wird. Olivenöl. Dann diese kleine Menge Zwiebeln, Knoblauch und die kleinen Stücke Steinpilze andünsten, anbraten. Und in der großen Pfanne mache ich die Pancetta erstmal warm. So, da habe ich jetzt Salz, Pfeffer reingemacht, dann den Thymian und etwas Gemüsefond, das waren vielleicht 100 Milliliter, und dann noch ungefähr noch mal die gleiche Menge mit ganz normaler Sahne und das so ein bisschen aufköcheln lassen. Das darf natürlich nicht aufbrausend kochen. So, in der großen Pfanne Pancetta, wie gesagt, und dann die Steinpilze möglichst auf einer Ebene verteilen, damit die schön anrösten und Farbe kriegen. Das werdet ihr gleich sehen. So, in dem Topf köchelt jetzt die Sahne. Das darf auch ruhig ein bisschen einreduzieren. Es darf halt nur nicht aufbrausend kochen. Tut es da auch nicht. So, dann in der großen Pfanne dann irgendwann die Zwiebeln und Knoblauch rein und weiter schmoren lassen. Da habe ich jetzt noch Salz und Pfeffer dran gemacht. Mehr ist in dem ganzen Essen übrigens auch nicht drin. Das ist Salz und Pfeffer. Ansonsten soll natürlich die Steinpilze im Vordergrund stehen und in der Soße ist eben noch dieser Thymian-Geschmack drin. Jetzt nehme ich den Büschel Thymian raus. Die Soße ist mehr oder weniger fertig. Auch die Pfanne kommt so langsam dem Ende entgegen. So, und das püriere ich jetzt alles richtig zu einer feinen, sämigen Soße. Aber da sollten keine Stückchen mehr drin sein. Das soll komplett durchpüriert sein. Und das kommt jetzt gleich zu der Pfanne dazu. Und das ist natürlich, da schmeckt man auch den frischen Steinpilz da drin, sensationell. So, in der großen Pfanne mache ich jetzt die Nudeln. Die sind in zwei Minuten fertig. Was ihr gerade gesehen habt, ich habe mit etwas Sherry abgelöscht. Und zwar Medium, also nicht zu trocken, aber auch nicht zu süß, so ein Mittelding. Dann kommt die Soße aus dem Topf dazu, die Nudeln dazu und das Essen ist fertig. Und es
riecht nach Steinpilz, es schmeckt nach Steinpilz und es ist ein wunderbares Nudelgericht geworden. Und ja, guckt euch das an. Sensationell, richtig, richtig lecker und schön, schön dieser fette Steinpilzgeschmack. Also super. Wenn man frische Steinpilze hat, dann ist das ein Must-Do sozusagen. Natürlich kommt bei Nudeln bei mir nochmal Parmesan oben drauf. Guckt euch das an. Super. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.